weg, weil ihr es sonst nicht. Alles gut für dich? Schau mal. Udo, was sagst du dazu? Ist das gut? Three words, a quiet. Hi, herzlich willkommen bei Jessica Wuffenkanal. Ja, heutiges Tagewerk, Sonntag. Sonntag. Normalerweise hätte ich heute noch einen Livestream geplant, aber diese Woche habe ich da einfach keine Zeit für. Schaffe ich nicht. Ich muss heute noch ein Reh auseinanderbauen. Guckt mal das an. Hat noch was geschossen. Dann wollte ich euch mal eben zeigen. Hunde, kommt her! Hopp, hopp! Schako auch! Bei uns ist hier echt Sturm. Seit gestern Mittag bläst das hier. Jetzt ist schon ein bisschen weniger geworden. Aber ich zeige euch mal eben was. Da vorne, es weht, unser Dach ist weggerissen schon. Gestern haben wir hier Holz gemacht. Ich hatte mal eben eine Kiefer aus dem Wald geholt. Das waren mal ein paar Fuder, da haben wir mal ein paar Raummeter Holz gemacht. Aber hier, guckt euch das an. Hier weht das wie Otze. Die Plane ist schon komplett im Arsch. Wahnsinn. Und hier auch. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Und ich möchte euch mal eben noch was zeigen, was ich ultra cool finde. Seit über 2 Monaten steht dieses Zelt hier im Wind, im Sturm. Mein Schumm, Schumm 2P. Guckt euch das mal an. Das steht hier genau an der Feldkante und hier ist echt Sturm, hier ist richtig Wind. Und das steht hier seit Wochen und es steht einfach. Und das Geile ist, 6 Heringe, daran steht es. Das ist obercool. Ja, das wollte ich euch mal eben zeigen. Hier mein Testzentrum. Ja, ist einfach heftig, was wir hier für Wind haben. Richtiger Nordwind. Und ich fange aber jetzt mal eben kurz mit meinem Review an. So, nun machen wir mal weiter. Ja, heute hier in der heimischen Ecke hier, weil es einfach ein bisschen windgeschützt ist. Da draußen weht das so sehr. Daher möchte ich euch ein neues Messer zeigen, was ich habe. Und fange mal an hier mit diesem Big Boy von MaxAce PMP Design und erzählt euch mal dazu ein bisschen etwas. Ja, Patrick Hohenstein aus der Schweiz, der ist, macht schon seit geraumer Zeit macht er Messer. PMP Knives kennt ihr, eventuell hier ist so ein Kärtchen mit dabei, guckt mal damit mit, da könnt ihr ein bisschen Infos drüber kriegen. Und verpackt ist das hier in so einer Tasche. Die Messer werden bei MaxAce hergestellt, sind feinst verarbeitet, sind wirklich in einer sehr, sehr guten Qualität. Und das hat am Anfang bei ihm angefangen, indem er so ein Messer gebaut hat oder hat bauen lassen in Verbindung in China mit sehr, sehr hoher Qualität. Designmäßig sehr, sehr stark angelehnt, so im Bereich dicke Brutalfulder, die er sehr gerne mag, wie zum Beispiel so Medford Design und sowas, da war das hingehend. Doch nun hat er auch viele Sachen zusammen mit Tools for Gents in die Wege geleitet, die dann im Hintergrund auch stecken und dabei sind schon einige sehr, sehr gute Messer rausgekommen und hier haben wir jetzt ein neues, das Big Boy. Und im Gegensatz zu den Messern von früher, die bei ihm hätten Big Boy gehießen, wäre dieses Messer jetzt das Small Boy gewesen. Aber da hat Patrick jetzt auch, glaube ich, auch ein bisschen diese Entwicklung durchgemacht, so seine eigenen Entwicklungsschritte. Denn im Endeffekt ist es so, dass diese Messer, man will ja auch, wenn man sowas macht, die Messer verkaufen. Und dann sollen die in erster Linie auch den Messercharakter, den Taschenmessercharakter widerspiegeln und den Gebrauchswert. Ja, und Gebrauchswert hat das Ding auf alle Fälle. Wir haben jetzt hier einen Titangriff, Standard inzwischen, mit Frame Lock. Ja, der Erfinder dieser Messer, Chris Reeve,
weil der hat echt was Großes damit in die Wege geleitet. Also es sind so viele Messer hier am auf dem Markt, wo eigentlich der im Hintergrund Chris Reeve der Urvater ist mit seinem Sibenza. Ja, dieses Messer geht genau in die Richtung. Schneidtechnisch ist es wirklich eine Offenbarung. Das ist einfach wieder für euch. Ich möchte euch sagen, das ist wieder ein Schneidteufel der ersten Güte. Ganz fein runtergeschliffen die Schneide, wie schon beim Revenge 2, wo ich euch sagte, Macker, holt euch das, das schneidet wie Otze. Hier haben wir jetzt so ein bisschen Downgrading sozusagen. 14C28N, also ein stickstofflegierter Stahl aus der, ich würde sagen, aus der Mittelriege. Ja, was Schnitthaltigkeit angeht. Der 14C28N tut aber absolut seinen Job. Und da möchte ich auch mal gerade auf den Hype hin, der im Moment überall stattfindet. Höher, größer, weiter, sonst was. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch, wie ihr sicher wisst, Fan des Buck 110er Fulders. Und wenn ich so einen Buck 110er Fulder führe bei mir, dann muss ich ganz klar sagen, der 110er, damit kann ich alles machen, der schneidet alles, ist ausreichend standfest und schnitthaltig und das langt für das, was ein Taschenmesser können muss. Aber im Moment geht es ja weiter. Jetzt kommt Maxamed, jetzt kommt Magna sonst was. Ich komme da, Magna Cut. Ne? Und es wird immer verrückter und noch ein M96 und dann dies noch. Dann ein M390 und nun irgendwie S3V und weiß der Geier, was die sich alles einfallen lassen, um die Kuh neu durchs Dorf zu treiben und um weitere Taschenmesser zu verkaufen mit irgendwelchen Attributen, die es dann besser können sollte. Und nun seien wir doch mal ganz ehrlich, was macht man denn mit einem Taschenmesser? Sich ein Stück Käse abschneiden, morgens das Brötchen aufschneiden, mal einen Karton aufschlitzen, eventuell seinen Freunden zeigen, wie toll das rasiert, wenn das besonders scharf ist. Im allgemeinen Gebrauch ist mit so einem Stahl bist du gut bedient. Das ist nicht zu hart, nicht zu weich, nicht zu schwierig, hinterher zu erhalten, auch die Schärfe und so weiter. Und das sind so Punkte, die eben auch mal aus meiner Sicht so ein bisschen langsam über diesen Hype aus den Augen verloren werden, weil was mache ich denn mit so einem Ding? Ich hebel damit nicht rum. Ich mache damit nichts weiteres außer schneiden. Viele benutzen hier mit Freude ihre Messer in der Küche, machen damit irgendwelche Sachen, schneiden ihre Tomatenscheiben und. Und da muss ich sagen, da seid ihr hier. Das ist für mich ein absoluter Kracher, wie extrem schnittfreudig das Ding ist. Auch hier mal eben zur Technik. Guckt euch das mal an. Hier schön dieser Drahtclip, den ich sehr, sehr gern mag, der immer so schön auch hosentaschenschonend ist. Hier mit so einer Disc-Imbus Verschraubnetox. Hier auch die Achsschraube und dazu nochmal kein übertriebener Kram wie Kugellager drin, Bronze Washer, einfach klassisch. Das Ganze mit einer sehr schön verarbeiteten und schönen Oberfläche aus Titan. Das Messer ist einfach im Grunde ein unspektakuläres, tolles, richtig geiles Taschenmesser mit einem einfacheren Stahl. Und ja, jetzt sind wir mal beim Preis. 180 kostet das Ding hier. Ist immer noch kein Schnapper. Wir haben aber im Moment auch den Punkt, dass hier in Deutschland gibt es keine Hersteller mehr, die sowas dir herstellen können. In Italien wird das auch immer knapper. Die kriegen auch immer weniger auf die Kette. In Spanien ist die Qualität nicht so gut wie zum Beispiel diese China-Folder. Das wird in China hergestellt. Du kommst nicht drum rum, das in China machen zu lassen. Und die Chinesen, Xing Shang Shung, Chinesen sei nicht dumm, die wissen inzwischen, was sie wert sind und was sie können. Und darum lassen die sich das auch bezahlen. Du kriegst so ein Messer nicht für 50 Euro im Einkauf. Nein, die Dinger sind arschteuer schon im Einkauf für so eine Firma, die das dann auch wie Patrick im Direktvertrieb vermarktet oftmals
um dann die Preise noch niedrig zu halten. Und das ist eben etwas, was zu Zeiten, weil wir haben vor ein paar Tagen unseren VW-Bus vollgetankt, 130 Euro nur für Sprit. Und jetzt soll mir nicht einer sagen, wenn ich dann so einen wertigen Gegenstand, der bleibt, für 180 Euro bekomme, zu Zeiten, wo wir eine Inflation haben und Rohstoffverknappung und Ressourcen und Firlefanz und Produktionseinschränkungen durch Corona und Energiemaßnahmen in China und weiß der Geier was alles, sind dieses, ist das eigentlich, finde ich, ein Preis, wo ich nicht rumheulen muss. Man muss das alles mal in Relation sehen, weil schließlich will Patrick am Ende oder TFG, die wollen auch am Ende damit Geld verdienen und das darf man nicht vergessen. Ja, hier auf jeden Fall, hier am Lockbar Stahl Inlay, also das Ding flutscht wie eins und 42A konform, ein ganz tolles Messer, mehr kann ich euch da nicht zu sagen. So, jetzt habe ich schon einen langen Aufsatz wieder gemacht für euch, wie gesagt, guckt mal rein, hier so im Ganzen, mir gefällt es sehr gut, ist gut bei mir, also ich mag überhaupt im Moment die Linie, wie das läuft, dass die Messer endlich so schneidig sind, wie ich mir das vorstelle, dass ein Messer auch ein Messer ist und nicht wie bei Lion Steel, wenn ihr euch da ein SR1 gekauft habt, wo ihr eine Tomate mit zerquetschen könnt, aber nicht schneiden. Und das ist bei, im Grunde sind das hier die Lion Steel SR1, die ich mir immer gewünscht habe aus Titan, mit Titangriff von Framelock. Und da sind die jetzt viel, viel weiter angekommen, weil leider Lion Steel das Potenzial seiner Messer nicht richtig erkannt hat, finde ich, wenn sie das mal umgesetzt hätten auf ein bisschen geilere Schneidleistung. So, das war's, liebe Leute. Vielen Dank fürs Schauen. Close-ups wie immer hinten dran. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich möchte nächste Woche am Sonntag, also das erste Wochenende im Februar, möchte ich mit euch meinen Livestream, meinen Sunday Night Live wieder machen. Ich mache noch einen Community-Marker rein für euch, wo ihr mal eben ein paar Themenvorschläge reingeben könnt. Schreibt mal fleißig rein, weil mir gehen manchmal auch die Ideen aus, was wir da bequatschen können. So, bis dann. Tschüss. Requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.